Ich hoffe, wir schaffen das Ganze auch halbwegs ohne Powerrüstung. Und am allerbesten wäre es ja natürlich, wenn wir hier irgendwo mal einen Fusionskern finden. Oh, jetzt ist aber sowieso erstmal Floaterzeit. Oh, oh, oh. Und es sind nicht wenige. Müssen wir die machen? Nee, eigentlich nicht. Aber hier könnte irgendwo ein Fusionskern rumliegen. Bestimmt. Eine Sekunde. Katsching. Sniper, Sniper, Sniper. Ist der hinüber? Ist der hinüber? Ja, er ist hinüber. Haben wir den auch? Nee, der lebt noch. Oh, der ist auch ein bisschen high-leveliger. Jetzt noch den letzten. Schande. Oh, oh. Da ist er. Geht doch. Katsching. Schön alle explodieren. Sind da hinten noch mehr oder so? Ja, wir müssen uns halt ein bisschen umgucken, ne? Fusionskerne sind richtig Mangelware geworden. Aber ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Gar nicht mal so verkehrt. Jetzt macht das endlose Abfarmen von den Reinfluxen. Oder naja, das Zubereiten von Reinfluxen. In der Einschlagszone noch viel, viel mehr Sinn. Und nun ja. Jetzt darf man sich halt keine Einschlagszone mehr entgehen lassen. Aber bis dahin müssen wir hier manuell unser Glück versuchen. Oh nein, da kommt da bestimmt noch einer raus, oder? Das ist doch noch mehr Floatergebiet. Vorsichtig. Sind wir im Flintenmodus? Ja, sind wir. Jetzt noch die Flinte zücken. Hallo? Nee, da kommt keiner raus. Okay. Dann habe ich ja noch mal Glück gehabt. Trotzdem brauchen wir Fusionskerne. Bitte, bitte, bitte. Ja, ein Fusionskern. Endlich. Oh, ist unsere T-60-Rüstung komplett? Das müsste ich mal kurz nachchecken. Habe ich hier noch meine analogen Zettel oder habe ich das schon digitalisiert in meine Sticky Notes, die den Bildschirm von meinem Laptop zukleistern? Ich habe zumindest hier noch die analoge Liste. Vielleicht sollte ich die auch mal übertragen. Wo sind die überhaupt alle hier? Ach da, okay. Alle Notizen anzeigen. Jetzt ist wieder alles voll. Na gut, nee, die habe ich offensichtlich noch nicht digitalisiert. T60-Rüstung haben wir alles auf Level 50 bis auf LA. Linker Arm und linker Bein. Oh, linkes Bein, sehr schön. Und nee, den linken Arm haben wir leider nicht, aber zumindest den Fusionskern. Also eigentlich müsste ich mir ja die ein oder andere Powerrüstungsstation mehr bei mir in die Base stellen, damit ich regelmäßig meine anderen Powerrüstungen sehen könnte. Da würde ich sie vielleicht nicht vergessen und weiter ausbauen, denn bis auf die T-51B, von der ich ein sehr, sehr großer Fan bin, habe ich die anderen Powerrüstungen wirklich sträflichst vernachlässigt und das soll nicht für immer so sein. Vielleicht mache ich das ja mal. Vielleicht, aber nicht heute. Heute haben wir andere Dinge zu tun. Wir müssen rüber zum Vantage, war das, ne? Hieß doch Vantage, oder? Vantage, genau. Aber erstmal machen wir hier schön klar Schiff. Vielleicht liegt ja hier noch irgendwas rum, was wir gut gebrauchen können. Aber offensichtlich nicht. Bier haben wir genug, auch wenn das eine leere Flasche war. Holoband-Reparaturterminal. Ach ja, Jemine. Ist das gerade relevant? Kann ich da irgendwas machen? Er geht zumindest dran. Abhörstation 4D20. Passwort eingeben. Haben wir ein Passwort? Der Zugriff ist auf Sicherheitsstufe 5 beschränkt. Verstöße werden mit äußerster Härte geahndet. Wir haben das Passwort nicht, ne? Egal. Also wenn es was relevant ist, es wird uns früher oder später irgendeine Quest da nochmal hinschicken. Und dann haben wir sicherlich das Passwort. Und hier hinten liegt hier noch Kram rum, außer die ganzen toten Floater, die wir erledigt haben. Sind eigentlich ziemlich coole Gegner. Also als ich den ersten getroffen hatte, war das ein Level 1 und deswegen hatten wir einen etwas lowen Einstieg gehabt. Aber wenn die hochgelevelt sind, wie alle anderen Gegner es sind, dann können die ganz schön gefährlich werden. Aber naja, wenn wir sie aus dem Hinterhalt erledigen, ist es eigentlich kein Problem. So, der letzte Save. Und dann geht's rüber. Dann geht's rüber zum Vantage. Räderrüstungsbein nehme ich mal mit. Ich sollte mir mal angewöhnen, mehrmals und öfters Rüstungsteile mitzunehmen, damit ich die andere Modifikation freischalte für die Rüstungen. Und dann sollte ich sie auch regelmäßig zerlegen. Warte mal, zack, hier. Und hier können wir den Kram dann wieder zerlegen. Kleidung. Raider-Rüstung, rechtes Bein. Schade.
Keine Modifikation, aber das gehört einfach mal dazu. Wir wechseln wieder in den Sniper-Modus und bewegen uns in Richtung Vantage. Und wenn wir dort in der Nähe sind, dann schlüpfe ich in meine Power-Rüstung. Wie spät ist es eigentlich? Geht die Sonne bald auf oder? Ich weiß es nicht. Trotzdem, ich sollte mein Pip-Boy-Licht ausgeschaltet haben. Nicht, dass sie uns schon auf ein paar Kilometer sehen können. 72 Meter. Immersiver Third-Person-Modus, auch in der Nacht. Oh, herrlich. Ich glaube, da ist die Station schon, ne? Tatsächlich. Oh, was war denn das bitte? Unsichtbare Gegner? Nicht schon wieder, bitte. Wow, wie schräg. Hier muss man wirklich aufpassen. Geister. Appalachia-Geister. Verstrahlte Geister. Und jetzt fühle ich mich wieder sicher. Achso, ich habe ein paar Fusionskerne von meiner Freundin bekommen. Nicht wundern. Und wir befinden uns jetzt in einer neuen Aufnahme. Aber das erwähne ich oft nicht. Wegen der Immersion und so, ne? Voller Fokus. Wir wollen loslegen. Ich habe auch so ein paar andere Dinge noch dazu bekommen. Aber dazu später mehr. Ja, das machen wir alles im Anschluss. Wenn wir wieder zu Beckett zurück müssen. Denn wir können wieder ein bisschen was basteln. Ich habe was Cooles gefunden. Was waffentechnisch cool ist und das wird uns alle freuen, mich am allermeisten. Aber jetzt helfen wir erstmal hier schön die Basis. Ist hier schon einer? Ja, da oben. Ich bin gerade erst aufgestanden. Ich kann noch gar nicht richtig schießen. Ich muss also besonders vorsichtig sein. So, einer ist schon mal weg. Ist hier einer? Sind hier überhaupt noch irgendwelche Leute? Da unten. Oh, der ist schon in Deckung gegangen, ne? The Vantage entdeckt. Ist der hinüber? Das Katsching kam so ein bisschen spät. So ein ganz bisschen spät. Hallo, da hinten. Da, ich sehe ihn. Alles cool. Ein Glück gibt es hier einen VRTS-Modus, mit dem man die Gegner schön erst scannen kann. Und dann ist so ein Sniper-Job eigentlich ziemlich solide und schnell erledigt. Ich packe erstmal alles ein. Hier wird es sicherlich eine Zerlegebank geben. Und auch für das Laserscharfschützengewehr können wir noch die ein oder andere Modifikation gut gebrauchen. Wobei, ein Raketenwerfer, den würde ich echt ungern mit uns rumschleppen. Aber da brauchen wir auch noch jede Menge Modifikation. Ich zerlege den ganzen Kram. Ja, sollten wir tun. Wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann einmal im Zuge der nächsten Erweiterungen und nächsten Patches und so irgendwann einmal lohnenswerte Varianten vom Raketenwerfer oder vom Laserscharfschützengewehr. Davon bin ich ja auch ein großer Freund. Hab lange mitgespielt, bis ich mitbekommen habe, hey, so cool ist das Teil gar nicht. Aber wir hatten ja auch noch nie einen, hey, unsichtbare Mauer, einen legendären Scharfschützenlaser. Vielleicht wird sich das irgendwann mal ändern. Und dann will ich bereit sein. Aber wirklich. Hallo? Ich auch, ich auch. Oh, wo ist sie denn? Ich sehe nichts, es ist verdammt dunkel. Da ist sie, oh oh. Oh, die sind genauso gekleidet wie ich. Mit einer Gasmaske. Das tut mir jetzt schon so ein bisschen leid, dass ich euch alle erledigen musste. Ich wäre gern eurer Gruppe beigetreten. Hat sie nicht interessiert? Hat sie gerade echt nicht interessiert? Was ist denn heute mit den Schüssen los? Fusionszelle, Kryogranate, Stimpack, Red Axe, ja. Lasergewehr. Ach komm, steck ein. Das zerlegen wir gleich hier alles. Auch für XP. Wobei ich vielleicht irgendwann mal meine Stufenaufstiege verrichten sollte, weil, naja, mittlerweile haben wir 10. Das bedeutet 10 neue Karten. Ich habe keine Ahnung, was wir damit anfangen sollen. Ich bin gerade sehr zufrieden hier mit meiner Perk-technischen Comfortzone. Suche nach Hinweisen. Ja, machen wir doch gerade, ne? Da drin also. Ups, was habe ich denn jetzt hochgehoben? Keine Ahnung. Hier kommt noch was. Das Testsubjekt des Auges, Frankie. Sag deinen Namen fürs Protokoll. Ich bin Frankie.
Mein Bruder ist einer von euch. Holt ihn einfach her. Er kann alles erklären. Nimm die Pillen. Schluck sie runter. Nein, danke. Ich nehme keine Camps. Mein Bruder nimmt das Zeug und er ist ständig krank und so. Also, wenn es euch nichts ausmacht. Nein, danke. Okay. Mehr. Ich fühle mich nicht gut. Schluck sie alle. Ist das ein Auge? Das sind Augen. Oh Gott. Oh mein Gott. Ist das ein Auge? Ja, er hat ein Auge gegessen. Wie krass, ey. Das ist schon so ein bisschen übel, ne? Bring Beckett folgendes. Das Testsubjekt des Auges Frankie. Und er wird wahrscheinlich dann wissen, was wir als nächstes zu tun haben. Aber vorher wollen wir hier unsere Waffen zerlegen, die wir hier gesammelt haben. Die unnützen Waffen. Wobei, die könnte ich verticken, aber das mache ich heute nicht. Mir ist heute nicht nachverkaufen. Yay, leistungsstarker Verschluss. Schön, das ist eine saubere Sache. Können wir gut gebrauchen, falls wir dann irgendwann mal eine legendäre Variante von diesem Gewehr finden. Na, oh, das Teil sieht eigentlich ziemlich cool aus, ne? 62 Schaden ist nicht viel, aber wenn man davon vielleicht was Legendäres finden könnte, ja? Oder eine Explo-Variante. Eine Explo-Junkie-Variante. Ach, egal. Wir zerlegen es, wir brauchen die Teile. Schade, kein Teil bekommen. Schande, Schande, Schande. Na gut, dann sind wir hier soweit fertig und können direkt rüber zu mir ins Camp und da mit Beckett erstmal reden und dann alles weitere. Ich steige mal aus meiner Rüstung aus. Wir haben zwar noch zwei Fusionskerne, aber wir müssen trotzdem sparen. Fusionskerne haben einen komplett neuen Wert bekommen hier in diesem Spiel, seitdem man sie nicht mehr von den Kampfrobotern abfarmen kann. Und in den Reisemodus. Was ich eigentlich nicht muss, aber der Routine wegen ganz gerne mache. Was haben wir hier? Stürmen und säubern. Und hier geht's zu meinem Camp. Und go! Na? Geht doch. Geht doch, geht doch, geht doch. Hallo Camp, hier bin ich wieder. Schön, dass du auf mich gewartet hast. Was sagt denn eigentlich gerade mein Vorrat an Maissuppe? Er sagt, nein, offensichtlich haben wir keine Maissuppe mehr. Da wollen wir erstmal welche herstellen, wenn wir sowieso schon mal hier sind. Lecker, lecker Maissuppe. Genug Wasser habe ich ja. Ich habe ja zwischenzeitlich... Ach, guck mal, gleich noch eine Challenge absolviert. Ich habe ja zwischenzeitlich eine andere Challenge gemacht gehabt. Und da musste ich ganz viel Wasser sammeln. Aber das war zwischen den Aufnahmen. jetzt wollte ich, genau, herstellen... Maissuppe to the max. Geh gleich los, Beckett. Geh gleich los. Ich habe alle Informationen, die du brauchst. Die totale Berichterstattung. Geh gleich in ihre nächste Runde. So, Beckett, lass uns quatschen. Was machst du denn da? Trinkst du meinen Whisky? Und jetzt glitschst du hier durch die Gegend. Du solltest aufhören zu trinken. Wow, was ist denn hier los? Darts. Nee, dafür haben wir gerade keine Zeit. Beckett, wir müssen reden. Bei dir ist er ja auch nicht. Foundation war nicht ganz umsonst. Niemand wusste, wo Frankie steckt, aber ich habe dieses Holoband gefunden. Frankie hatte wohl eine Freundin. Oh, stopp. Beckett. Ich muss ganz kurz auf Intelligenz buffen. Wir quatschen uns gleich nochmal ab. Du hast mich gerettet. Ja, nochmal bitte. Bei dir... Jetzt. Ist er ja auch nicht. Foundation war nicht ganz umsonst. Niemand wusste, wo Frankie steckt, aber ich habe dieses Holoband gefunden. Frankie hatte wohl eine Freundin. Hätte nicht gedacht, dass ich den Tag noch erlebe. Armer Junge. Ich hoffe, wir können ihn retten, falls er noch lebt. Ich hoffe auch. Charisma 4, vielleicht solltest du den Verlust akzeptieren und es hinter dir lassen. Habe ich gerade Intelligenz gesagt, gerade beim Waffen? Ich meine natürlich Charisma, deswegen bin ich gerade im Reise- und Verkaufs-Loadout. Los geht's. Ich weiß. Das habe ich immer im Hinterkopf. Aber ich muss zuerst die anderen Optionen ausschöpfen.
Ich kann dir eins versprechen. Ob Frankie tot oder am Leben ist, wir bringen so viele von diesen gottverdammten Blutadlern zur Strecke, wie wir können. Mhm, okay. Ich habe auch ein Holoband gefunden. Da steht der Name deines Bruders drauf. Warte. Das ist eine Aufnahme von einer der Sitzungen des Auges im Labor. Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Aber ich muss wohl. Ja, du musst. Aber währenddessen bräuchte ich deine Hilfe bei einem neuen Problem. Ich habe gehört, dass die Blutadler Gift hauten, um es in die Nahrungsvorräte der Siedler zu mischen. Das dürfen wir nicht zulassen. Okay, machen wir. Ist gebongt. Ich hol das Gift, damit sie es nicht mehr einsetzen können. Aber was ist mit Frankie? Er ist um einiges wichtiger als ein Haufen Gift. Nee, ich glaube, das Gift ist wichtiger. Klingt gut. Ich versuche es mit dem Sage-Rufritual, bis meine Stimme oder mein Geist versagt. Den Blutadlern jede Menge Gift klauen und es wahrscheinlich dann hierher bringen. Beckett, das geht natürlich klar, aber bevor wir das machen, machen wir noch eine andere Kleinigkeit. Etwas, was ich euch versprochen habe, was wir eigentlich schon direkt nach The Vantage machen wollten. Aber ich habe es vergessen. Wie soll es anders sein? Wir wollten uns das Großgebiet rund um die Zwillingsseen hier angucken, in der Hoffnung, dass wir da das gewisse Etwas finden. Etwas, was ich schon vor langer, langer Zeit an einer anderen Stelle vermutet habe, aber nicht gefunden habe, aber dank eurer Hilfe jetzt finden werde. Und ja, wie gesagt, ich habe es vergessen, eigentlich wollten wir das direkt nach dem machen, nachdem wir im The Vantage nach Frankie gesucht haben. Aber nun gut, naja, lange Rede, kurzer Sinn, das ist der Nachteil, wenn man seine Folgen aus mehreren Einzelaufnahmen zusammenfriemelt. Sind wir im Reisemodus? Ja, stimmt. Wir sind im Reisemodus, da wir ja auf Charisma gebufft haben, nicht auf Intelligenz, nicht vergessen, als wir mit Beckett geredet haben. Los geht's! Zurück zum The Vantage und dann Richtung Süden. Südosten. Ach, guck mal. Das war, glaube ich, eine Farming-Folge. Der hat sich nicht mehr bewegt, ne? Das gibt's ja öfters mal. Die kann man auch nicht so wirklich erschießen. Aber lustige Fotos kann man dann neben denen schießen. Oh, sind hier wieder Gegner? Ich glaube, wir müssen da lang, ne? So mehr oder weniger. Ich will erstmal hier hin, zu dieser Bergfront. Und dann ziehen wir einfach durch das Gebirge durch. Wir werden uns da schon irgendwie durchfriemeln. Wir können, glaube ich, auch an der Basis vorbeischleichen, ne? Trotzdem wechsle ich mal ins Sniper-Loadout. Oh, die haben uns auf ihrer To-Do-Liste. Nein, ich möchte jetzt nicht kämpfen. Ich bin in Frieden hier. Gut, das werden die mir nicht glauben, ne? Weil ich ihre Spätschicht eliminiert habe. Aber okay, wir sind durchgekommen. Klasse. Das wird eine mysteriöse Geschichte hier. Na, lass mich in Ruhe. Ich habe hier voll den Kopfschuss verpasst. Was soll denn das? Ich glaube, die haben die Waffen ein wenig genervt. Könnte ich mir gut vorstellen. Die wollen uns zwingen, neue Waffen auszuprobieren. Bethesda. Oh, stopp. Hier könnte schon losgehen. Ist es da? Ich glaube, ja. Ich glaube, da hockt es im Wasser. Da ist es. Endlich das gewisse Etwas. Ein supermutanten Behemoth. Ich bin richtig aufgeregt. Gänsehaut pur. Schön, dass wir den noch in diese Folge reinkriegen. Jetzt. Die große und alles entscheidende Frage, wie gehen wir den an? Ich will den so schnell wie möglich kalt machen, weil er böse ist. Wenn ich im Sniper-Loadout lieber nochmal double checken. Und wir können ja mal zur Abwechslung ein bisschen Psycho nehmen. Psycho? Habe ich noch Psycho? Ne, habe ich verkauft alles, ne? Na gut, dann können wir zur Abwechslung kein Psycho nehmen, aber das verdorbene Gemüse wegschmeißen. Oh ja! Oh ja! Na gut, dann nicht. Dann halt ohne Psycho. Dann halt eben mit der Kraft unserer Gedanken. Bam! Oh, der ist stark, ne? Der ist groß und stark. Und der braucht richtig Remi-Demi sich gerade. Der möchte ordentlich angeballert werden. Der kommt hierher, ne? Oh Gott, ich habe so ein Problem. Wir haben keine Chance. Mit dieser Waffe. Wir müssen Tante Plasma fragen. Hey, kannst du uns abholen? Wir sind viel zu betrunken, um Bus zu fahren. Gib alles! Yay! Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Töte eine leuchtende Kreatur. Oh, cool! Der gilt als leuchtend. Leuchtender? Wow. Er hat diesen Stein gerade
durch ein Dimensionstor geworfen. Ein Dimensions- und Zeitreiseportal. Und der Stein hat uns nach seinem Ableben erst erwischt. Ich bin sehr beeindruckt von dieser Kreatur. Cool. Da schießen wir auf jeden Fall ein Bild. Vorsichtig. Nicht, dass der irgendwie, ne, einfach so wegspawnt. Bitte nicht. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache.